Während zwischen Verena und ihrem Freund nach ihrem Geständnis Funkstille herrscht, ermittelt Kommissarin Melanie Spratte am nächsten Vormittag in der Berliner Tattoo-Szene. Sie ist sich sicher, dass der Täter vom Fach sein muss, der Verena betäubt und den QR-Code auf das Schulterblatt tätowiert hat. Hallo, guten Tag. Hallo, schönen Tag. Kripo Berlin, Spratte mein Name. Im Zuge von aktuellen Ermittlungen hätte ich ein paar Fragen an Sie, würde Ihnen gerne ein paar Fotos zeigen. Ja, können Sie gerne machen. Super. Und zwar, kennen Sie eventuell diesen Mann oder jemanden, der dem sehr ähnlich sieht? Also ist ja nur ein Phantombild, der könnte aus der Tattoo-Szene stammen. Nee, gerade nicht. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Kenne ich nicht. Gar nicht? Nee, ist auch für uns in der Szene. Habe ich noch nicht gesehen. Okay. So, dann hätte ich hier noch ein paar Fotos von einem Tattoo. Und zwar können Sie da vielleicht irgendeine Handschrift erkennen. Jeder Tätowierer hat ja immer so seine eigene Handschrift. Nee, kann ich leider auch nicht erkennen. Das ist irgendwie zu speziell. Ja. Haben Sie selber schon mal so ein Tattoo gesehen, eventuell? Ja, gesehen habe ich tatsächlich so eins schon mal. Da kam eine Kundin bei mir rein und die war nicht mehr zufrieden mit dem Tattoo und wollte, dass ich ihren Cover abmache. Und also gesehen habe ich das schon mal. Haben Sie von der Kundin eventuell einen Namen oder irgendwelche Kontaktdaten oder so, die sie hinterlassen hat? Da kann ich jetzt mal gucken gehen, wenn Sie wollen, im Büro und Ihnen was raussuchen und dann komme ich gleich wieder. Das wäre klasse. Alles klar. Ja, danke, ich warte. Also so nach und nach erhärtet sich der Verdacht, den Rechtsanwalt Pinkernein und ich ja bereits hatten. Wir haben es aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Serientäter zu tun. Am Abend hat es immer noch keine versöhnliche Aussprache zwischen Max und Verena gegeben. Ganz im Gegenteil, ihr Streit hat sich zugespitzt und der 32-Jährige ist vorübergehend zu einem Freund gezogen. Verena ist vollkommen niedergeschlagen. Um sie zu trösten, kommt ihre Schwester Linda Kassners vorbei. Hi. Na, komm rein. Taschen. Wow. Und? Schon was von Max gehört? Nein. Max hat gesagt, er braucht Zeit. Er möchte, keine Ahnung, erst mal ein bisschen Abstand haben. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Wie, der braucht Zeit? Ich meine, hallo, der lässt dich hier mit allem alleine sitzen? Was denkt er sich? Ja, aber weißt du, Linda, ich kann ihn auch irgendwo verstehen. Guck mal, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich an seiner Stelle wäre. Das war schon alles ziemlich krass. Aber ich meine, ich bin jetzt erstmal froh, dass ich mich mit keiner Krankheit oder sowas infiziert habe. Das wäre echt noch schlimmer. Aber mit deinem Tattoo da, kann ich mir das mal genauer angucken? Ja. Weil das, Gott, das sieht ja wirklich schlimm aus. Ach, es geht. Du bist gut, das Rot unterlaufen. Du, aber ich kenne das jetzt einfach mal, weil ich kann mir das echt schwer vorstellen, dass das so einfach gehen soll, sprich, doch, das dass man da was erkennen kann, das Datum. Meines Junggesellenabschieds, also das kommt mir wirklich ein bisschen spanisch vor, aber wir probieren das jetzt einfach mal. Oh Gott, das ist ja wirklich rot unterlaufen. So, mal gucken. Bin ich ja echt mal gespannt. Du sag mal, aber hier kommt kein Datum. Hier steht wirklich, die Uhr tickt, deine Zeit läuft ab. Was soll das denn bitte schön bedeuten? Ich meine, was? Ja. Was steht da? Ja. Was steht da? Guck's dir selber an. Ach du Scheiße. Ja, du bleibst jetzt erstmal ganz ruhig. Oh mein Gott. Linda, Mann. Oh mein Gott, der droht mich schon wieder. Oh fuck, Scheiße. Setz dich jetzt erstmal hin. Beruhig dich jetzt erstmal. Komm. Wie soll ich mich beruhigen? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Passiert mir noch mal was? Reicht das nicht schon mit dem Tattoo? Oh mein Gott. Setz dich hin und. Oh fuck. Er will mir irgendwas antun, Mann. Ich weiß es ganz genau, Mann. Er wird dir nichts antun, Scheiße. Weil ich denn... Hallo, ich bleib hier. Denkst du, ich lass dich hier mit dem ganzen Scheiß alleine? Und wenn ich hier 2 Tage hier bleibe oder noch länger, das ist erstmal egal. Du bist jetzt erstmal wichtig. Dankeschön. Ich habe jetzt wirklich Angst, dass der Typ mir irgendwas antun will. Ich meine, das war eben gerade eindeutig eine Drohung. Ich rufe jetzt sofort meinen Anwalt an, weil wir haben es hier wirklich mit einem Psychopathen zu tun. Verena Oswald ist Opfer eines Verbrechens geworden. Die 29-Jährige wurde von einem Unbekannten betäubt und anschließend hat der Täter ihr einen QR-Code auf die Schulter tätowiert. Offenbar handelt es sich um einen Serientäter. Denn Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil und Kommissarin Melanie Spratte haben weitere Opfer gefunden. Gemeinsam mit der Kommissarin und seiner Mandantin erstellt der Jurist ein Täterprofil. Gut, das bedeutet aber, dass der Täter ganz offensichtlich häufiger in dieser Bar verkehrt.
Und wenn wir uns da mal ein bisschen umhören, möglicherweise können ja Stammgäste oder Bedienstete uns da wertvolle Hinweise geben. Ja, durchaus möglich. Also auf jeden Fall sind alle drei Opfer von einem ähnlichen Typ. Das heißt also, er bevorzugt blonde Frauen, hellhäutig, auf jeden Fall keine südländischen Typen. Er hat alle drei Opfer am dritten Samstag im Monat kennengelernt. Und immer ist er mit zu dem Opfer nach Hause gegangen. Er hat nie ein Opfer mit zu sich nach Hause genommen. Was bedeutet, dass er möglicherweise ganz bewusst vermeiden will, dass die Frauen rausfinden, wo er wohnt? Ja, ja, ist ja logisch. Man könnte auch sagen, er ist unter Umständen verheiratet oder lebt in einer festen Beziehung. Und in manchen Beziehungen soll es ja vorkommen, dass der Mann nur einmal im Monat zum Beispiel Ausgang bekommt und dann lässt das mal so richtig krachen. Wobei der Umstand, dass er immer erst ungefähr 2 Jahre später zuschlägt, dafür spricht, dass er seine Opfer möglicherweise über einen längeren Zeitraum beobachtet oder zumindest nicht aus den Augen lässt. Ja, also das finde ich wirklich gruselig. Wenn ich mir überlege, dass er mich über 2 Jahre, das ist echt ein langer Zeitraum, wenn er mich die ganze Zeit beobachtet hätte. Das kann gar nicht anders sein, dass er sie beobachtet und verfolgt. Bei dem dritten Opfer wurde da auch eine Telefonnummer hinterlassen? Ja, aber auch dieses Opfer hat die Telefonnummer leider zerrissen. Was meinen Sie, das könnte auch dafür sprechen, dass er aus Enttäuschung handelt, weil die Frauen ihn nicht mehr zurückgerufen haben, aus Rache dieses Tattoo angebracht hat, sozusagen als Brandmarkung? Durchaus denkbar, ja. Ja. Okay. Doch. Gut. Wir weiten die Ermittlungen um den ganzen Kiez, um die Bar herum aus. Ich werde die aktuellen Ermittlungsergebnisse jetzt auch noch Frau Kunze, der Inhaberin der Bar, mitteilen. Denn im Moment stehen unsere Chancen, über Sie an den Täter zu kommen, am besten. Sie und Ihre Mitarbeiterin müssen jetzt wirklich sämtliche Augen und Ohren offen halten. Denn dieser Typ ist eine tickende Zeitbombe. Nach dem Gespräch auf dem Präsidium wächst in Verena die Angst, dass ihr Peiniger ihr erneut etwas antun könnte. Sofort sucht die 29-Jährige die Unterstützung ihres Freundes Max. Doch der hat seiner Freundin offenbar immer noch nicht verziehen, dass sie mit dem unbekannten Täter vor 2 Jahren einen One-Night-Stand hatte, als die beiden kurzzeitig getrennt waren. Hey Max. Verena, was machst du hier? Hab ich dir nicht klipp und klar gesagt, dass ich Abstand brauche? Was gibt's daran nicht zu verstehen, ne? Ich wollte einfach noch mal mit dir reden. Ja, hier auf Arbeit? Ich hab hier eine ganze Menge zu tun, ey. Max, warte doch mal. Ich möchte einfach nur noch mal mit dir reden. Du kannst mich doch nicht einfach so stehen lassen. Ich meine, wir gehören zusammen und ich brauche dich jetzt. Ist das alles, was du zu sagen hast? Nein. Der QR-Code hat sich jetzt geändert. Der Typ droht mir jetzt. Seit neuestem steht dort, deine Zeit läuft ab. Das ist eindeutig eine Drohung. Der Rechtsanwalt und die Polizei, die meinten nämlich auch schon, dass der Typ mich wahrscheinlich schon seit 2 Jahren oder so beobachtet. Max, ich habe gerade Angst um mein Leben. Das kann dir doch nicht egal sein. Max, ich brauche dich jetzt. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass du keinen Freund brauchst, sondern eher einen Bodyguard. Das ist alles, was du brauchst. Oh, Max, du verstehst das gerade komplett falsch. Ich brauche dich gerade einfach. Sorry, aber ich habe hier eine ganze Menge zu tun. Du siehst, allein ist voll. Max, warte doch mal. Ey. Ich kann gerade wirklich nicht verstehen, warum Max so hart zu mir ist. Ich meine, klar ist er enttäuscht, aber er tut ja gerade so, als hätte ich ihn betrogen. Dabei waren wir damals gar nicht zusammen. Verena ist tief enttäuscht von der Reaktion ihres Freundes. Verzweifelt und in Tränen aufgelöst geht sie im Dunkeln nach Hause. Unterwegs merkt sie plötzlich, dass jemand hinter ihr ist. Lass mich in Ruhe, du... Hey, was soll die Scheiße, Mann? Was? Alter, was soll denn das? Oh mein Gott. Alter, oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe sie verwechselt. Oh Scheiße. Was Moment, ich rufe sie den Krankenwagen. Oh mein Gott, es tut mir wirklich so leid. Es tut mir so leid. Ich rufe den Krankenwagen, okay? Oh Scheiße. Eine Stunde später. Während der verletzte Mann ins Krankenhaus gefahren wurde, befragt die Polizei inzwischen Verena im Präsidium zu dem Vorfall. Wo kommen wir denn da hin? Schönen guten Tag. Hallo, Angst. Machen Sie
Haben Sie etwa schon angefangen mit der Vernehmung? Wie darf ich das verstehen? Ihre Mandantin war einverstanden damit. Nur mal zu Ihrer Information. Ach, kommen Sie. Aber gut, wie auch immer. Wir wollen ja die Sache jetzt nicht unnötig aufbauschen. Meine Mandantin hat subjektiv in einer Notwehrlage gehandelt. Gut, ihre Reaktion, die war ein bisschen drüber, aber ist doch nur natürlich, dass sie in Panik gerät, wenn sie meint, in der Dunkelheit verfolgt zu werden, oder? Ich will kein Unmensch sein. Ich verstehe ja auch die natürliche Reaktion, dass man sich bedroht gefühlt hat oder in dem Falle auch vielleicht sogar die Umstände. Allerdings kann man doch nicht einfach irgendjemand, in diesem Falle sogar nach einem Unschuldigen, CS-Gas ins Gesicht sprühen. Ja? Da ruft man die Polizei, 110 kann man anrufen und dann bekommt man auch Hilfe. So kühlen ja, Kopf hat man in so einer Situation. Ich hätte die Polizei rufen müssen, aber ich meine, ich hatte einfach Angst und ich habe nicht überlegt, sondern einfach nur schnell gehandelt. Verstehen Sie das nicht? Ja, klar, verstehen wir das, aber wie gesagt, wir werden den Geschädigten auch noch mal richtig befragen und wir werden mal sehen, was er sagt und dann schauen wir einfach mal, was gut passiert. Ja? Dann ist die Sache jetzt hier erstmal beendet und kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Ja, trotz alledem erstmal gute Besserung, ja? Dankeschön. Tschüss, die Herren. Ja. Moment, ich muss kurz meine Jacke anziehen. Die Aktion war jetzt natürlich nicht so toll, aber machen Sie sich mal keine allzu großen Sorgen, ja? Ich werde mit dem Staatsanwalt sprechen und den hoffentlich dazu bewegen können, dass das Verfahren einstellt. Notfalls gegen irgendeine Zahlung an eine gemeinnützige Vereinigung und so weiter. Und jetzt kommen Sie, jetzt bringe ich Sie nach Hause, nicht, dass Ihnen was passiert, ja? Danke. Der Anwalt will kein Risiko mehr eingehen und fährt Verena zu ihrer Wohnung. Als sie niedergeschlagen nach Hause kommt, hört sie plötzlich Geräusche und geht verwundert ins Schlafzimmer. Schatz. Oh, Schatz. Wo warst du denn so lange? Ich war gerade bei der Polizei. Geht's dir nicht gut oder so? Was ist das für eine Frage, Mann? Beschissener kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Was ist denn passiert? Guck mal, nachdem ich im Bowling Center war, ich wollte einfach einen klaren Kopf bekommen und habe dann beschlossen, zu Fuß nach Hause zu gehen. Und da habe ich mich auf einmal total verfolgt gefühlt. Da war so ein Typ und es war dunkel und es war total gruselig und der hat seine Mütze so tief und alles. Und ja, und keine Ahnung, ich habe überreagiert. Ich hab ihm dann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Und ja, und zu allem Übel habe ich jetzt auch noch eine Anzeige wegen Körperverletzung an der Backe kleben. Och, ja, ey, beschissener kann es gar nicht werden. Aber was machst du denn überhaupt hier? Ich dachte, du wolltest nichts mehr von mir wissen. Ja, also, weißt du, ich habe noch mal nachgedacht und du hattest recht. Ich darf dich jetzt nicht im Stich lassen. Ich habe auch noch mal mit meinem Kumpel Paul darüber geredet und der meinte auch, Max, krieg dich mal wieder ein. Ne? Immerhin hat Verena dich nicht betrogen. Ja, da hat er auch recht gehabt, weil wir waren ja nicht zusammen gewesen. Und ich glaube auch, dass dieser Ausrutscher, dass du den zutiefst bereust. Auf jeden Fall, klar. Ich will jetzt einfach versuchen, zu dir zu stehen und diese Sache zu vergessen. Das wäre wirklich toll. Oh mein Gott, ich bin so erleichtert. Aber versprichst du mir in Zukunft? Ich verspreche dir, wir sind immer in die Wahrheit zu sagen? Ja. Ich sag dir nur noch die Wahrheit. Ich lüge dich nie wieder an. Okay, will ich aber noch einen Kuss haben. Ich bin so froh, dass Max wieder da ist und doch noch über seinen Schatten gesprungen ist. Dann hat der Tag ja wenigstens doch noch was Gutes. Drei Tage später. Die Besitzerin der Bar, in der Verena den Täter kennengelernt hat, hat sich bei Rechtsanwalt Klaus Pinkernall gemeldet. Denn es gibt gute Neuigkeiten in Sachen Phantombild. Barbesucherin Maria Schneider hat den Mann wiedererkannt. Umgehend hat sich der Anwalt mit der Barchefin und Maria verabredet. Das wäre super. Und Sie haben die Dame ausfindig gemacht. Ja, wunderbar. Hallo, schönen guten Tag. Rechtsanwalt Pinkernall, mein Name. Grüß Sie. So, Sie sind also die Dame, die den Täter auf dem Phantombild wiedererkannt hat, ja? Ja, das ist schon so ein bisschen peinlich, weil das ist halt ein One-Night-Stand von mir. Tja, der muss ja ziemlich unwiderstehlich sein, der Typ. Sie sind jetzt schon die vierte Frau. Unwiderstehlich würde ich jetzt nicht sagen. Der ist halt charmant, ne? Also der sagt halt den Frauen, was sie irgendwie hören möchten. Ja, so schöne blaue Augen und so, ja. Tolle Haare, lange Beine etc. Das, was eine Frau halt gerne möchte und, naja,
Bei mir war es halt das Gleiche und da kam halt eins zum anderen und naja, am Ende sind wir halt bei mir zu Hause gelandet. Sie hat ja eben auch ein Tattoo verpasst. Nee, eine Tätowierung habe ich jetzt nicht von dem, aber ich habe halt von der Frau Kunze gehört, dass der das mit den anderen Frauen wohl gemacht hat, dass die halt jetzt eine Tätowierung irgendwie haben. Und also ich habe schon Schiss, dass der das mit mir auch macht, weil ich mich bei dem auch nicht gemeldet. Wie lang ist denn dieser One-Night-Stand jetzt her? Ich denke, so ungefähr 2 Jahre dürften das schon sein. 2 Jahre. Das ist genau die Zeit wie bei den anderen auch. Okay. Sagen Sie, was halten Sie denn davon, wenn wir Sie auf den Täter ansetzen? Ansetzen? Also so als Lockvogel oder wie haben Sie das gedacht? Ja, genau. Ist doch vielleicht eine ganz gute Idee. Ich meine, nachher passiert dir wirklich noch was oder irgendeiner anderen? Also wenn der hier auftaucht, dann könnten Sie uns Bescheid geben und wir würden dann natürlich mit der Polizei wiederkommen, sodass Ihnen nichts passieren kann. Wir würden immer in Ihrer Nähe bleiben. Ja, also das wird schon nicht schief gehen. Ja, man hört ja immer so Sachen. Also ich will ja nicht, dass der mich irgendwie, also lasst mich da noch mal eine Nacht drüber schlafen. Also so jetzt kann ich das nicht sagen. Ich würde sagen, überlegen Sie sich's einfach. Und wenn es ist, geben Sie mir Bescheid. Ja. Okay. Danke trotzdem erstmal. Gerne. Ich bringe Sie noch nach vorne. Ich hoffe wirklich, dass Frau Schneider sich dazu durchringen kann, für uns den Lockvogel zu spielen. Mit ihrer Hilfe kann es uns gelingen, den Mann endlich zu überführen. Verena Oswald und 3 weitere Frauen wurden Opfer eines Serientäters. Jahre nach einem One-Night-Stand wurden die Frauen betäubt und mit einem Tattoo gebrandmarkt. Jetzt will Klaus Pinkernall dem Täter mit Hilfe der Polizei eine Falle stellen. Maria Schneider, die den Täter auf einem Phantombild erkannt hat, spielt den Lockvogel. Ja, ich bin mir sicher, das ist so. Sieht so aus. Ja. Sieht zumindest dem Phantombild ziemlich ähnlich, ne? Ja. Ja. Na gut. Entschuldigung? Dann sollten wir jetzt hier fahren. Wir können jetzt da hinten so ein bisschen Freiraum lassen. Maria, wir können loslegen. Stellen Sie mal Ihr Glas ab und entfernen Sie sich mal so ein bisschen vom Glas. Vielleicht tun Sie einfach so, als würden Sie telefonieren. Ja, super. Scheint anzubeißen, tatsächlich. Bingo. So, jetzt gehen Sie mal wieder zu Ihrem Glas zurück und tun so. Und tun so, als ob Sie was trinken würden. Um Gottes Willen bloß nichts trinken, ja? Verstanden? Nur so tun, als ob Sie dran nippen. Okay? Und jetzt tun Sie so, als ob Ihnen ein bisschen schwindlig wird, ein bisschen torkeln und so weiter. Ein bisschen benommen spielen. Hat angebissen. Okay, jetzt gehen Sie auf Toilette, ja? Hier ist nicht drin. Na, guck mal hier nochmal. Hier ist auch alles klein. Hier ist ein Hinterausgang. Hier muss er raus sein. Mensch, was ist los? Ach, das war eine Falle. Der muss irgendwas mitgekriegt haben. Der hat mich niedergeschlagen, hat meine Waffe mitgenommen, diese weg. Scheiße, weg. Aufgeflogen. Mensch, wenn der Frau was passiert, das kann ich überhaupt nicht verantworten. Was ist das? Was ist denn das? Ihr Ohrknopf. Mann, wir haben den Kontakt zu ihr verloren. Scheiße. Moment, wir haben noch die GPS-Ortung. Mensch, genau. Los, jetzt keine Zeit. Aber ich gehe los. Wir gehen nochmal rein, falls er was vergessen hat. Kommen Sie schnell. Die Polizei, der Rechtsanwalt und seine Mandantin nehmen die Verfolgung auf. Das GPS führt sie zu einem Fabrikgelände. Sag mal, kommt mir in die Ecke irgendwie bekannt vor vielleicht? Ja, jetzt muss ich sagen, ich glaube, ich war hier schon mal. Also das Gebäude kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Die sind da drin. Scheiße, rein. Schießt noch nicht. Hä? Das ist egal. Interessiert mich nicht, ob du wach bist oder nicht. Jetzt bist du fertig. Kannst du schreien, wie du willst. Polizei, ey! Rüber. Lass weg. Lass weiter von mir. Bitte Ruhe. Ist er verletzt? Nein, alles okay. Ihr seid genau richtig. Tut mir leid, dass das so aus dem Ruder gelaufen ist. Loslassen! Was wollt ihr von mir? Sollte eigentlich die ganze Aktion nur aus verletzter Eitelkeit, gekränkten Stolz, dass die Frauen sie nicht nochmal angerufen haben nach der Nummer?
Oder was? Ihr kränkt an Stolz. Für euch war nur ein One-Night-Stand. Ja und? Ja und? Für mich ist die große Liebe. Du krankes Schwein, das war nur ein One-Night-Stand. Was nur ein One-Night-Stand? Also das mit der großen Liebe und den Enttäuschungen, das kann ich ja noch so einigermaßen nachvollziehen. Aber was mir nicht in den Kopf will, was sollte das mit den Tattoos? Verstehe ich nicht. Können Sie es mir erklären? Okay. Ey, war Tätowierer. Ich wollte mich einfach nur bei den Mädels verewigen, damit sie immer was von mir tragen. Ey, ist ruhig. Du bist so ekelhaft, aber warum drohst du mir weiter? Warum? Ich war doch schon gebrannt, Marc. Ich war in einer Bar vor ein paar Tagen. Und da habe ich mitbekommen, wie über mich gesprochen wurde. Das heißt, Sie haben dann auch mitgekriegt, dass wir Sie vorhin beobachtet haben? Klar, bin doch nicht blöd. Warum haben Sie dann die Aktion überhaupt noch versucht? Ich wollte einfach mein Werk zu Ende bringen. Und eins hat noch gefehlt. Ich glaube, wir haben genug gehört. Also, Schluss! Aus dem Werk wird wohl nichts mehr die nächsten Jahre. Mein Werk wird zu Ende bringen! Kai Bechert kann sich jetzt auf einiges gefasst machen. Er wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung in mehreren Fällen verantworten müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier noch mit einer Bewährungsstrafe davonkommt, zumal er jede Reue vermissen lässt. Zwei Wochen später. Ein psychologisches Gutachten hat ergeben, dass Kai Becher zurechnungsfähig und somit voll schuldfähig ist. Anwalt Klaus Pinkerneil hat ihn auf Schadenersatz und Schmerzensgeld verklagt. Verena hat heute ihren ersten Termin bei einer Kosmetikerin, denn sie will das Tattoo so schnell wie möglich loswerden. Bist du noch dolle sauer, dass ich mit diesem Kai geschlafen habe? Ja, eigentlich habe ich ja gar keinen Grund, sauer zu sein. Weil als es passiert ist, waren wir nicht zusammen, das habe ich eingesehen, ja. Also ich komme schon damit klar. Durch alles. Ich bin echt erleichtert, dass du das glaubst. Und außerdem lasse ich mir von so einem Vollpfosten nicht meine Beziehung versauen. Das wäre ja noch schöner. Ich bin wirklich froh, dass dieser Kai gefasst wurde. Ich hatte schon die Befürchtung, dass der Anwalt und die Polizei nie schnappen würden. Und nun will ich einfach nur, dass dieses Tattoo verschwindet und ich mit diesem Kapitel endgültig abschließen kann. Kai Bechert muss die Kosten für die Tattoo-Entfernung übernehmen. Außerdem erwartet ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung in mehreren Fällen eine vierjährige Gefängnisstrafe.